Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir sind hier in der letzten Folge angekommen und sollen jetzt zum Grand Marshal Corrigan. Und zu dem machen wir uns doch auch gleich mal hin. Wir haben hier einen neuen Händler. Das werden wir sehen. Wir gucken mal, was hat er denn im Angebot? Eine Pumpgun. Aktuell noch nicht so meine Waffe. Elite-Angebot. Kostet Schrott ist das, ne? Ja. Okay, aber die wäre eigentlich ganz cool. Eine ganze Nummer stärker als unsere und auch lila. Das heißt, wir könnten auch noch eine Fähigkeit umändern. Ja, schade, das muss uns nicht leisten können. Der Rest hier drüben ist blau. Aber ich möchte aktuell mich von den blauen Sachen erstmal wieder ein bisschen absehen. Gerade bei den Waffen. Nein, Jakob. Du musst hier die Trucks bewachen. Ja, klar. Ein alter Säufer wird diesen schwer bewaffneten Truck-Team garantiert Angst einjagen. Ja. Hier geht auf jeden Fall schon wieder ganz schön Party. Es sieht irgendwie von Ort zu Ort, an den wir kommen, immer abgefuckter aus. Aber ich finde es echt ganz hübsch gemacht. Wir haben hier einen Salon. Saloon. Aber ich wollte mir die Haare schneiden lassen. Oder ein Bierchen trinken oder was auch immer. Nee, dürfen wir leider nicht. Naja, wir laufen jetzt erstmal zum Grand Marshal. Mal schauen, ob wir das hier alles noch begehen können. Hier hängen irgendwie eine ganze Menge Leichen rum. Seid ihr besoffen oder seid ihr verwundet? Wahrscheinlich beides gleichzeitig. So, wo müssen wir denn hin? Hier. Nee, doch nicht. Das ist Greybeard. Zu dem gehen wir später mal. Also Nebenmissionen gibt es auf jeden Fall allerhand. Corrigans Zitadelle betreten. Das würde ich sehr gerne tun, ja. Tja, das ist Goodmans neuer Champion. Sollst du mich etwa einschüchtern? Ich dachte, ihr seid Verbündete. Heute ja. Du sollst mich nur durch dein Minenfeld lassen. Ich verschwende die Gefangene. Was hat sie getan? Meine Wahrsagerin hat den Sieg prophezeit. Meine Männer liefen in einen Hinterhalt. Ich hab gesagt, was du hören wolltest. Ich kann die Scheißvision nicht erzwingen. Ich hab dir gesagt... Schluss mit dem Bullshit! Wir kämpfen morgen ohne einen Veränderten. Du hast echt ein Problem. Wir haben doch, was du brauchst. Morgen wirst du mit seinen Männern kämpfen? Dann lass das Mädchen gehen. Für sowas habe ich keine Zeit. Was bedeutet sie dir? Sie ist fast wie eine Tochter für mich. Oh, Moment mal, du hast eine Tochter? Nee, vielleicht habe ich es mal mit ihrer Mutter getrieben oder mit ihrer Tante, weiß ich nicht mehr. Diese Abmachung gefällt mir sehr. Sie wollen Passage nach Osten und die Hexe? Gern. Willst du etwa Seths Platz in der Schlacht einnehmen? Warte. Seth ist hier? Der große Veränderte wurde in der Trümmerzone gesehen. Er jagte einen von euch. Ich werde ihn suchen gehen. Ja, tu das. Wir greifen bei Tagesanbruch an. Wenn ich mein Orakel aufgeben soll, muss einer von euch hier sein, sonst blase ich den Deal ab. Ja, ja. Hey! Ich danke dir. Verlass den Truck nochmal. Und ich schweiß dich ans Lenkrad. Ja, auch nicht schlecht, ne? Okay, also er möchte... So, du hast dich also entschieden, selbst in die Ruinen des alten Industriegebiets zu folgen. Ich hatte da früher mal das Sagen. Und? Willst du das Gebiet zurückhaben? Damals befand sich noch das Herz der Industrie, bis die Anomalie unsere Technik gegrillt hat. Dann ist das Triebwerk explodiert und hat das Gebiet auch noch verstrahlt. Das reinste Chaos. Ich habe die Leute rausgeholt, habe sie gerettet und diese Stadt gegründet. Ich könnte einen Komplizen brauchen. Denk drüber nach. Da gibt's nichts nachzudenken.
Ja, was wollen wir groß drüber nachdenken, ne? Wir müssen es halt machen. Er möchte die Kleine unbedingt wiederhaben. Sieht nach alten Berichten aus. Hier ist der Planungstisch anscheinend. Also, der Sef treibt sich hier rum. Wir müssen uns mit ihm treffen. Habe ich eigentlich weniger Lust. Achtung, tritt nicht in die Kotze. Wo ist der Kotze? Ich sehe keine Kotze. Hat der Regen schon weggespült? Ja, irgendwie ist der Sef mir doch ein bisschen unheimlich. Wir sammeln nochmal schnell hier die Sammelobjekte auf. Hier sind Notizen. Dass wir das natürlich auch noch machen. Ich werde schon 1 Million übersehen haben, gar keine Frage. Und wir werden definitiv auch in den nächsten Folgen nochmal in die alten Gebiete zurückreisen. Um dort nochmal die ganzen Nebenmissionen zu erledigen, die ich noch nicht gespielt habe. Weil wenn, dann versucht man natürlich hier alles zu machen, was geht. So, hier hängt auch noch eine Leiche, hat auch noch eine Nebenmission. Ich würde mich jetzt erstmal um die Hauptmission kümmern. Und nach der machen wir dann die Nebenmission. Wir müssen los. So, wir sind jetzt gerade in der Trümmerzone. Aktive Mission Mentor. Nee, Moment, wir müssen doch gar nicht los. Lasst mich nochmal kurz schauen. Wir haben Tagebuch. Nee. Missionskarte. Mentor verfolgt. Sprich mit Jakob, um zur Trümmerzone aufzubrechen. Ach, ich bin dumm. Wir sind doch natürlich hier drüben. Wir sind ja in Trenchtown und müssen jetzt in die Trümmerzone. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt rüberfahren, lassen wir das doch erstmal sein und machen mal die Nebenmission. Ich dachte, wir können jetzt gleich von hier aus starten. Outrider, wer hat dir das angetan? Offenbar ein Abschiedsbrief. Sahidi, ich habe einen Outrider gefunden. Wurde erhängt. In seinem Abschiedsbrief steht was von einem geheimen Outrider-Versteck. Er hatte einen Schlüssel, den er einer gewissen Lucy gegeben hat. Lucy? Aus Trenchtown? Kennst du sie? Tja, nicht wirklich. Also, nein. Warum? Du? Ich glaube, ich weiß, wo ich suchen muss. Okay. Da mag jemand keine Outrider. Das Erbe des Outriders. So, wo sollen wir hin? Dann folgen wir dem Ganzen mal. Dann machen wir die Nebenmission. Dann war da oben ja noch der Greybeard. Er hatte auch noch eine. Noch ein Sammelobjekt. Lucys privates Schreiben. So. Hier gibt es Rauen für Geld. Und er hier ist gerade schon dabei. Der hübscheste Soldat im Schützengraben will ausgerechnet mit mir sprechen. Naja. Also, du bist auch heiß. Ich glaube, er ist ein bisschen aufgeregt, wa? Erzähl mir von Rifttown. Oder... Naja, komm einfach rein. Komm, geht rein. Ich glaube, er traut sich noch nicht so wirklich. Aber wie sie hier vor sich her tänzeln, ist auch ein bisschen niedlich, ne? Okay, wollte ich mir mal noch kurz angucken. Mir ist aufgefallen, dass mir auch die letzten Orte und so alle gar nicht so richtig angeschaut haben. Ich bin da irgendwie so voll Quest... Ja, weiß nicht... So Quests im Kopf und schnell alles hintereinander machen wollen, um hochzuleveln und so, aber wir müssen uns auch mal ein bisschen umschauen, das holen wir alles noch nach. Hier gibt's lecker Kesselgulasch. Schönes Fleisch hier drin. Ich glaube nicht, dass das eine Kühlbox ist, aber ich glaube, auf dem Planeten hier ist sowieso alles egal. Er zeigt darüber. Na gut, dann quatschen wir mal mit der Lucy unten. Ich will keinen Ärger.
Schon gut, ich tue dir nichts. Ist etwas passiert? Ein Veränderter. Für mich seht ihr alle gleich aus. Er hat die Tür aufgebrochen und Monique verschleppt. Scheiß Veränderte, nehmen sich, was sie wollen. Ich bin nicht so. Wirklich? Könntest du sie suchen? Ich bin Lucy. Ich mach's dir auch schmackhaft. Ich möchte es nicht schmackhaft, wir machen das auch so. Wo hat er deine Freundin hingebracht? Weißt du, wo sie hin sind? Er hat Monique Richtung Trümmerzone geschleppt. Will gar nicht wissen, was ihr passiert ist. Dann war das wohl der gute Seth. Du bist Lucy. Kennst du vielleicht einen Typen, der hinter einer Luke mit einem Outrider-Symbol lebt? Outrider? Ja, ich erinnere mich. Hat mir was dagelassen. Einen Schlüssel mit dem Outrider-Symbol. Weißt du was? Finde Monique für mich. Und er gehört dir. Und aus einer. Du würdest Monique suchen. Bitte such sie. Mach ich doch. Muss ich der Dame helfen, wenn ich den Schlüssel des Outriders haben möchte? Ruhig dich mal wieder. Ah, da ist das Gespräch beendet, wirst du schon angeschrien. Gibt's ja wohl nicht. Ja, aus einer Quest werden zwei. Suche in der Trümmerzone nach Monique. Was sagt unser Navi? Das sagt hier hoch und Trümmerzone mussten wir eh wegen der Hauptquest hin. Na gut, dann machen wir jetzt doch mal zur Trümmerzone. Und dann kommen wir später nochmal zurück, um die Mission vom Greybeard oben anzunehmen. Ab in die Trümmerzone. Mal gucken, wie es dort so aussieht. Aber ich denke mal, wenn es Trümmerzone heißt, wird es nicht ganz so ein Paradies werden. So, suche Monique in der Trümmerzone. Hui. Warum nimmst du Befehle von einem Menschen entgegen? Und ausgerechnet von Shira Goodman? Beantworte du mir lieber mal eine Frage. Bailey sagte, Seth jagt einen anderen Veränderten. Wen genau? Glaubst du, Seth weiht uns Sterbliche in seine göttlichen Pläne ein? Er hat angeboten, bei dem Angriff morgen die Führung zu übernehmen. Und dann ist er verschwunden. Irgendeine Privatfehde. Mir egal, solange mir einer von euch morgen den Sieg beschert. Bis später. Okay. Die Frischwasserquellen betreten. Das machen wir doch glatt. Er möchte irgendwie einen Jeep haben. Ah, wir kümmern uns natürlich um alles. Jetzt finden wir erstmal Monique, damit die uns den Schlüssel vom Outrider gibt. Räume die Grotten frei. Ich sehe doch schon wieder die Gegner. Wir können uns hier nirgendwo dahinter verstecken. Was haben wir hier? Perforos sind wieder am Start. Munition ist voll. Können wir erstmal Headshots verpassen? Was ist denn mit denen hier? Ah, ich glaube, das sind eher Gegner für schnelle Waffen. Wir sind fast auf Stufe 14. Wir ballern echt gut Schaden rein. Würde ich aber ganz gerne nochmal gucken, wo es hier drüben lang ging. Komme ich hier weiter? Nee, ne? Einfach nur ein großes Loch. Goodies. Wir nehmen noch ein bisschen Muni mit. Und dann geht's hier einmal weiter durch die Grotten. Ich sehe erstmal keine Gegner. Aber das mag in dem Spiel nichts heißen. Sag ich doch. Haben wir doch schon wieder den ersten roten Pfeil. Ah, die halten verdammt wenig aus. Wir haben ja eigentlich, waffentechnisch nicht viel gemacht. Ich renne ja eigentlich immer noch mit einer relativ schlechten Waffe, zumindest was die Waffenstärke angeht, rum. Aber ich finde halt aktuell die ganze Kombination mit den ganzen Fähigkeiten so ziemlich schön. Wir können zweimal hier die Hitzewelle machen. Ah! Das war so nicht geplant. So, wir müssen uns auch unbedingt um die Alphas kümmern. Wir machen erstmal ganz kurz die ganzen Kleinspinner hier weg. Ah, shit.
Aua. Mach doch nicht sowas mit mir. So, komm Alpha. Lava-Geschosse drauf. Aber ich finde, wir sind auch generell um einiges stärker geworden. Wenn ich überlege, wie oft wir am Anfang noch in Deckung bleiben mussten. Wenn wir einfach 3 Schuss abgekriegt haben und fast gestorben sind. Und mittlerweile können wir... Klar, bei denen ist klar, da braucht man keine Deckung, aber auch so bei Rebellen, Banditen und alles drum und dran, halt alles so, was auch Gewehre hat. Ah, shit. Wie oft wir da mittlerweile auch einfach mal ein bisschen aus der Deckung rauskommen können und eher uns auf Movement und so Taktik konzentrieren, finde ich das schon ganz cool. Nein, jetzt haben wir ihn noch bekommen, bevor er seine Fähigkeit aktivieren konnte. Okay, wir haben glaube ich alles aufgesammelt. Ah, hier kommt ja noch mehr. Sag das doch. Ich glaube, ich sollte die Hitzewelle ein bisschen später starten. Das macht eher dickes Fell, wird wahrscheinlich nur Rüstung geben. Dann haben wir uns die Lava-Geschosse mal rein. Und dann kriegt er hier ordentlich eine auf den Deckel. Und damit haben wir Stufe 14 erreicht. Neue Stufe, 32 Max-Leben, 48 Anomaliekraft und ein Klassenpunkt, den wir jetzt auch direkt erstmal vergeben werden. Wir müssen mal gucken, was gibt's denn hier Schönes noch? Ach, es wäre so gut, Leben ist immer so schön. Verbrennung fügt mehr hinzu. Waffenschaden und hier unten, das finde ich irgendwie, das ganze Anomalie-Kraftzeug ist bestimmt auch cool, aber ich würde erstmal so ein bisschen mehr den Feuersturmweg hier aktuell gehen. Wir können das ja, wie gesagt, jederzeit zurücksetzen und neu machen. Aber da wir halt solo kämpfen, wäre mir alles, was Leben gibt, aktuell echt lieber als mehr Schaden. Und das wird sich dann eh erst, wenn man komplett durchgelevelt ist, feststellen, was sich da mehr lohnt oder nicht, beziehungsweise wird man sich ja eh verschiedene Builds bauen. Einmal halt als Damage-Dealer und als Tank und keine Ahnung, auch wenn man das mit Pyromant wahrscheinlich nicht spielen kann, aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Ist man solo unterwegs, braucht man viel Leben? Ist man in der Gruppe unterwegs? Welche Rolle übernimmt man? Deswegen wird man das mit den Charakteren wahrscheinlich eh sehr, sehr oft wechseln, die ganzen Klassen und natürlich auch die Ausrüstung, wenn das irgendwann alles mal aufeinander abgestimmt ist. Wir schnappen uns hier noch ein bisschen Eisen. Wir sind schon am ersten Checkpoint angekommen. Es gibt noch eine Truhe. Mal bitte was Lilanes. Eine lilane Waffe wäre mega geil, aber ich glaube aus den Truhen kommt zurzeit eh nur Müll. Wir gucken nochmal eben schnell rein. Wir haben einen besseren Helm. Der macht die Lavageschosse besser. Und der hatte bloß die Hitzewelle. Nee, das möchte ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Hitzewelle, dass wir es ein weiteres Mal nutzen können. Das ist genau dasselbe, aber mit mehr. Das ist schon mal gut. Cool, dann nehmen wir das. Fähigkeit ist dieselbe geblieben. Das ist Müll. Ja, und waffentechnischer, die machen alle schon so viel mehr Schaden als die, aber ich möchte sie nicht hergeben. Wir können aber mal gucken, dass wir die demnächst mal, wenn wir wieder im Lager sind, eventuell einfach mal ein bisschen aufbessern. Ich meine, was soll der Geiz, mit den Schrottteilen andauernd zu sparen? Nächste Nebenmission, es wird immer mehr hier. Wir können ja auch mal was ausgeben, ne? So, einmal hochseilen wahrscheinlich. Das Gegenteil einer Willkommensfußmatte. Ja. Stelle ich mir auch für die Haustür. Um die GEZ nicht mehr klingeln. Ist doch auch gut. Zu spülen, zu waschen und die Leichen rauszuschaffen. Und immer das viele Blut an den Klamotten. Glaubst du, das geht so einfach raus? Typische Haushaltsprobleme, wer kennt's nicht? Diskutiere ich jeden Tag mit meiner Freundin drüber. So. Ich glaube, wir sind angekommen bei Monique. Da kann man ruhig mal Danke sagen. Wie oft habe ich für dich schon die Beine breit gemacht und nichts davon jetzt gehabt? Jetzt hör auf zu meckern. Alles, was du kannst, ist meckern, meckern und mehr. Uns im Staub. Brauchst du vielleicht Hilfe?
Was ist? Wer ist das? Woher soll ich das wissen? Noch so eine veränderten Fresse. Als müsstest du mich retten. Halt! Wenn du näher kommst, mach ich dich fertig. Ja, klar. Zieh dir aber erst die Hose hoch, die dir an den scheiß Knöcheln hängt. Sobald ich das gemacht habe, lauf ich Amok. Ich sitze hier bloß rum und putze und du bist immer in Gib diesem mir einfach. Ach, schön. Ja, ich glaube, das ist eine sehr harmonische Beziehung. Ich weiß wirklich nicht, wer von den beiden mir mehr leid tut. Aber ich sollte wenigstens zu Lucy gehen und sie beruhigen. Definitiv. Alles halb so wild. Der geht's gut. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zurückreisen, gehen wir nochmal hier rüber, weil da war ja noch eine Nebenquest. Das wir die definitiv natürlich auch noch machen. Und dann geht's einmal wieder hier hinunter. Und dann können wir die Quest hier daneben annehmen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Nächste Woche. Morgen geht's natürlich weiter. Wie komme ich auf nächste Woche? 17 Uhr die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.